Willkommen zu einer neuen Folge von Johns Tierlist. Ja, vielen lieben Dank für all euer Feedback aus der ersten Folge. Hat mich wirklich gefreut, dass das Format gut ankommt. Ich meine, es ist ja wirklich nichts Neues, machen viele. Aber es freut mich natürlich wirklich sehr, wenn ihr ja ein bisschen Interesse an meiner Person selbst habt und nicht nur an den verpeilten Let's Player. Und dementsprechend machen wir heute eine neue Kategorie, die ich selbst zusammengestellt habe. Also ich kann euch wirklich nur die Seite empfehlen. Es ist ultra leicht, selbst eine Tierlist zu machen. Also mal davon abgesehen, dass man, wenn man auf die Suche klickt, sehr, sehr viel bereits findet. Aber wenn ihr meint, das trifft aber jetzt nicht so ganz meinen Geschmack, dann könnt ihr ein paar Bilder zusammensuchen, die hochladen und schon habt ihr genau das, was ihr nun hier seht. Und ihr könnt es natürlich schon erahnen, um was es geht. Es geht um Serien. Ganz wichtig hier natürlich ist, erstens, es ist nach wie vor mein Geschmack. Das bedeutet natürlich, es gibt so viele Serien, aber hier habe ich jetzt nur das zusammengetrommelt, was ich erstens oder 1.1 geguckt habe. Das ist natürlich sinnvoll, ne? Und zweiter Punkt, was mir annähernd gefallen hat. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, okay, was ist mit Serie XY, zum Beispiel, keine Ahnung, Star Wars Next Generation oder sonst wie was, das habe ich entweder nicht geguckt oder nicht gefeiert. Also es ist halt wieder der persönliche Geschmack, beziehungsweise nur aus dem, was ich kenne. Deswegen beschwert euch bitte nicht über Unvollständigkeit der Liste. Ich kann natürlich unmöglich hier wie ein Lexikon alle Serien aufführen. Es wird ja auch keinen Sinn machen. Es geht ja nur darum, was mir gefällt. Umso mehr bin ich aber auch gespannt, wie euch diese Tierlisten nun zusagen wird, beziehungsweise gerne könnt ihr auch wieder mitspielen. Wie gesagt, es ist alles unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr draufklicken und genau die gleichen Serien bewerten. Oder ihr macht eure eigenen. Könnt ihr mir dann gerne im Kommentar mitteilen oder gerne auch auf Twitter oder sonst wie mit einem Screenshot. Habt ihr ja bereits bei der ersten Folge gemacht. Und ich fände es cool, wenn wir das weiterhin so machen, weil es interessiert mich schon. Doch, ja. Ja, und deswegen, wie gesagt, ist mein eigener Geschmack. Und zweiter Punkt, den ich noch erwähnen wollte, was hier jetzt komplett fehlt, sind Anime-Serien. Weil Anime-Serien werde ich nochmal extra sondern. Das wird auch notwendig sein, auf jeden Fall. Machen wir demnächst mal. Wenn ihr weitere Kategorienvorschläge habt, haut sie raus in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Aber ich würde jetzt vorschlagen, wir fangen jetzt gleich an, weil jetzt mit News und so habe ich jetzt nichts, was ich euch unbedingt mitteilen müsste. Das machen wir vielleicht dann in der nächsten Folge. So, also, wie gesagt, ich habe es selbst zusammengestellt. Das heißt, was da unten ist, kenne ich alles. Es ist jetzt wieder willkürlich da unten zusammengebraut und jetzt gucken wir einfach mal, wie ich das anordne. Game of Thrones ist natürlich schon eine richtig geile Serie, kam ja letztes Jahr, oder war es dieses Jahr? Bin mir nicht sicher, auf jeden Fall ist die Serie jetzt fertig. Viele haben sich ja über die letzte Staffel beschwert, ich fand sie auch nicht so geil. Okay, mache ich jetzt eine Spoilerwarnung generell? Nee, ich werde mich eher oberflächlich halten, weil wir haben so viele, deswegen aber... So viel sei gesagt, die letzte Staffel hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen, aber davon abgesehen hat mich die Serie schon richtig geil unterhalten, das ist wirklich auf jeden Fall mindestens ein A. Californication, kennt vielleicht jetzt nicht jeder, ich habe die Serie nach der Trennung meiner Ex-Frau geguckt und konnte mich mit dem Protagonisten relativ gut identifizieren und ich glaube deswegen hat mir die Serie umso besser gefallen. Jetzt verurteilt mich nicht, also für die Leute, die die Serie kennen, weil im Grunde ist es ein Arschloch. Also mehr oder weniger so ein Badass, so ein bisschen. Aber das ist jetzt auch schon, oh Gott, wie lange ist das schon her? 8 Jahre oder so. Aber irgendwie hat mir die Serie damals so ein bisschen geholfen, ich weiß nicht. Und es war sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Hat auch so eine gewisse tragische, spannende Momente gehabt, so A, B. Aha, ich mach's mal auf ein B, vielleicht... rutscht nochmal hoch auf A. Ist jetzt auch schon lange her, dass ich es geguckt habe. Mal gucken. Stranger Things. Da fand ich die erste Staffel sehr, sehr gut. Die zweite Staffel durchwachsen und die dritte Staffel noch ein bisschen unterdurchwachsen. Also ich finde, es wird seinem Hype nicht mehr gerecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen gebe ich dem mal großzügigerweise ein B. Also wie gesagt, die erste Staffel hätte locker ein A oder ein S
Aber es hat sich dann halt wieder runtergebaut. Und gerade die letzte Staffel hat mir persönlich gar nicht gefallen. Wisst ihr, das ist immer so eine Sache, wenn man dann sagt, ja, aber die letzte Folge war so genial. Ja, natürlich war die letzte Folge genial von Staffel 3. Aber das reißt doch im Gesamtbild dann nicht alles raus. Ich mach's mal auf B. American Gods, das ist das Einzige, was ich momentan auf Amazon Prime gucke. Und das ist eine richtig geile, abgefahrene Serie auf jeden Fall. Ich würde... Ja, es ist manchmal ist es mir ein bisschen zu abgefahren. ja, wie gesagt, ich will ja nicht spoilern. Also, seht es als Empfehlung. Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr gucken wollt auf Netflix oder Amazon Prime, dann könnt ihr vielleicht anhand meiner Tierliste agieren. Ich mache das jetzt auch auf dem B... Aber mal gucken, vielleicht variiere ich noch. Die X-Files, Akte X, habe ich damals als Jugendlicher gerne geguckt, hat mich aber nie so 100% abgeholt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil es thematisch oft das über Außerirdische ging und so, und das macht mich gar nicht an. Deswegen lege ich das auf den C, auch wenn es natürlich eine absolute Kultserie ist. Ich habe auch die Filme geguckt dazu und alles. Aber yo. Ah, jetzt haben wir Lost. Ja, Lost habe ich damals geguckt, als es noch auf Pro7 lief, und ich liebe diese Serie. Es ist so schön, in jeder Folge hat man ja einen Charakter im Fokus, und was man alles über diese ganzen Charaktere erfährt und wie das aufgebaut ist, dieses, man hat so hunderte von Fragen, während man die Serie guckt, und man ist so froh drum, wenn einfach mal ein, zwei oder so beantwortet werden. Klar, man könnte jetzt sagen, die letzte Staffel war enttäuschend. Fand ich jetzt nicht so. Ich fand, es war eigentlich ein ganz gutes Ende. Und ich setze das jetzt echt mal auf die S, weil Lost hat, ich habe es jetzt auch schon zwei oder dreimal geguckt in Folge, und ich bin immer wieder unterhalten, es gibt's. Aber diese Serie lebt von ihren Charakteren. Das muss man ganz klar sagen. Nicht unbedingt von der Story, aber von den Charakteren. Grimm, ja, ist eigentlich eine ganz nette Horrorserie, wo es mehr um so, ja, Märchengestalten klingt jetzt so süß, aber es ist so auch so ein bisschen Supernatural-like auf jeden Fall. War ich eigentlich immer ganz gut unterhalten damit, bis zur die letzte Staffel war ein bisschen abgehackt. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt oder so, fand ich ein bisschen schade, aber ich setze das auf jeden Fall auch mal auf ein B. Ghost Whisperer, ach, das habe ich damals, Freitagabends, Kabel 1 mit meiner Mutter, war das so Standardprogramm so ein bisschen. Ghost Whisperer, und ich glaube danach kam Medium. Und Ghost Whisperer war definitiv die schlechtere Serie. Das war immer so gefühlslastig, also nichts gegen die Protagonistin, sieht ja auch gut aus etc. Aber es war immer so, wie soll ich sagen, so oberflächlich behandelt immer alles. Und man konnte so viel vorhersehen. Ich setze das wirklich auf ein D, weil das war mir, nee. Das habe ich sehr ungern geguckt. Es gab zwar ein paar gute Folgen, aber das reißt ja nichts raus bei den ganzen Staffeln. Dr. House. Dr. House habe ich so gerne geguckt. Ich bin nicht so der krasse Fan von Arztserien, aber ja gut, Dr. House geht ja ein bisschen darüber hinaus, weil, also allein er mit seiner ganzen schroffen Art und so, und die Beziehungskisten, die sich dann da so entwickelt haben oder entwickeln könnten, und alles drum und dran. Ich war so unterhalten mit der Serie, das gibt definitiv ein A. Scrubs, ja, ist so ein bisschen eher die Comedy-Schiene von den Arztserien, wenn wir schon dabei sind. Und da muss ich sagen, ich fand halt wirklich nur das alte Team geil, also die ersten Staffeln. Es ist so ein geiler Humor einfach, die Serie prägt. Und ja, aber dann kamen halt diese letzten Staffeln dazu mit dem neuen Team und so. Das hat mir gar nicht mehr gefallen. Deswegen, wenn es jetzt nur die ersten Staffeln gäbe, hätte ich jetzt vielleicht auf A gesagt. Aber wenn wir es insgesamt sehen, dann würde ich es eher auf ein B machen. Okay, Under the Dome. Ich glaube, war das eine Stephen King Story? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich denke schon. Auf jeden Fall war eine geile Story. Es gibt leider nur eine Staffel davon, meine ich. Dass einfach eine Kleinstadt so abgekapselt ist von dem Rest der Menschheit und wie die Gesellschaft dann eben darauf reagiert und alles. Das war eigentlich eine super geile Story. Ich hätte mir nur gewünscht, dass halt mehr kommt. Und deswegen gibt das jetzt leider nur ein C. Wie gesagt, die Staffel an sich war gut. Aber man hat halt richtig gemerkt, okay, vielleicht, keine Ahnung, hat das Budget gefehlt, ging es einfach nicht weiter, und deswegen kann ich da jetzt einfach nicht mehr wie ein C geben. Dark, das war ja eine deutsche Produktion, kann man auf Netflix sich anschauen, geht so ein bisschen um Zeitreise, war alles ein bisschen komplex. Ich habe wirklich, was die Story angeht, habe ich die Serie sehr gefeiert.
Schauspielertechnisch und ich weiß nicht, da hat mir einiges gefehlt, muss ich sagen. Ich schwank jetzt ein bisschen zu B und C, dann haben wir noch was auf B. Ich habe beide Staffeln gesehen und sie waren halt ganz gut, aber irgendwie war es manchmal auch sehr, sehr langatmig, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, ich mache es eher auf ein C. Sherlock, die Serie, die war mal richtig geil. Also es gibt leider nicht viele Folgen davon, eine Staffel hat vielleicht 3-4 Folgen oder so. Aber ey, ganz ehrlich, dieser Brainfuck, also wie oft man da als Zuschauer überrascht wird. Ich habe so gefeiert, deswegen, das gibt auf jeden Fall ein A, definitiv. Vampire's Diaries, ja, nee, das ist wieder so ein bisschen, gut, ich muss so sagen, ich glaube, Vampire Diaries ist eher so das Frauenpublikum, ohne das jetzt irgendwie abwertend zu meinen. Ich habe es halt trotzdem auf Empfehlungen hin teilweise geguckt, ich glaube, die ersten 3-4 Staffeln. Danach habe ich ehrlich gesagt nicht mehr reingeschaltet. Und es hat sich für mich einfach zu wenig weiterentwickelt. Klar, da gab es schon interessante Ansätze, aber das hat mich nicht gecatcht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird in dieser, es kommt noch eine Vampir-Serie, die mich deutlich mehr gecatcht hat. Ich muss da leider ein D geben. Es tut mir leid an alle Vampire Diaries-Fan, bitte haut mich nicht. Sleepy Hollow. Super spannende Serie auf jeden Fall. Gerade die ersten beiden Staffeln, oder waren es sogar die ersten 3 Staffeln, dann ist ja leider in der letzten Staffel, die es gibt, die Protagonistin nicht mehr dabei. Die wurde dann mit einer anderen ersetzt und die hat halt bei Weitem nicht, das halt erreicht, zumindest bei mir erreicht, wie bei den anderen Staffeln zuvor. Ich fand, das war ein super Team. Es ist halt für eine Serie immer extrem schwer, wenn ein Protagonist abspringt, also ein Schauspieler, ne? Das muss man halt sagen. Und ich wurde dann halt mit der letzten Staffel nicht warm, aber trotzdem war ich sehr, sehr gut unterhalten. Also ich könnte da wirklich ein A geben. Ja, doch, ich gebe ein A. Travelers. Oh mein Gott, die Serie, ey. Also, es geht um Zeitreisende, die ein bisschen, ja, also von Menschen aus der Zukunft, die in die heutige Gegenwart reisen, um eine böse Zukunft zu vermeiden. Ist an sich eine geile Story. Das Team, das da eben versucht, die mögliche Zukunft zu verändern, das ist ein geiles Team, das ist eine ganz tolle Crew. Ich habe da halt auch ein paar Lieblingscharaktere gehabt. Ich finde es nur traurig, beziehungsweise schade, dass diese Lieblingscharaktere in der letzten Staffel, ja, gestorben sind. Ich sage jetzt natürlich nicht welche. Und deswegen, generell diese Serie, immer zum Staffelfinale müssen sie was rausrotzen, was kein Mensch will. Also, ich verstehe den Aspekt des Cliffhangers, aber man kann es auch übertreiben, ganz ehrlich. Warum muss man dann was bringen, was kein Mensch sehen will? Das klingt hart, ist aber so. Ich setze mal... ich setze trotzdem mal auf ein A, weil ich, wenn die Staffel kommt, ich habe es immer am Stück durchgesuchtet. Und das spricht ja eigentlich für sich, ne? So, Leute, jetzt sind wir bei Supernatural, da mache ich es ganz kurz, das ist ganz klar ein S. Ich meine, jetzt gerade fängt die 15. und absolut letzte Staffel an von Supernatural. Diese Serie hat mich 15 Jahre meines Lebens begleitet. Ich könnte so viele Storys dazu erzählen, so viele Lebensabschnitte. Und ich bin jetzt schon etwas... ja, wie soll ich sagen, nervös, aber irgendwie auch happy, dass die Serie endlich mal einen Abschluss findet. Aber trotzdem 15 Jahre, ey, und wenn ihr Supernatural nicht kennt und ein bisschen was mit Horrorserien anfangen könnt, die durchaus auch mal witzig sind oder emotional werden können, dann guckt das unbedingt. Aber von Staffel 1 auf, Staffel 1 bis 5 war definitiv halt tausendfach besser wie alles, was danach kam. Das muss man ganz klar sagen, weil Staffel 1 bis 5 wurde am Stück geschrieben. Das merkt man auch. Und dann hat man eben den Hype ausgenutzt, die Kuh noch ein bisschen gemeldet und hat halt die Story weiter und weiter gesponnen. Das ging von Staffel 6 bis, lass mich nicht lügen, 11, 12, ja, oder 11, war das dann immer noch eine relativ solide Kost. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass mir Staffel 14, 13, ja, vor allem die 14, das sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich bin jetzt schon sehr gehypt auf die allerletzte Staffel, die, soweit ich es gehört habe, sehr, sehr gut sein soll. Ja, dann haben wir gleich noch einen S-Kandidat, Black Mirror. Ich meine, Leute, Black Mirror, also das ist der geilste Mindfuck, Brainfuck ever. Jede einzelne Folge, gut, mit Ausnahmen, aber
ich liebe diese Serie. Also wenn es, eigentlich müsste es jetzt ein S+ geben und dann wäre die Black Mirror ganz allein für sich auf S+. Ja, also absolut meine Lieblingsserie momentan. Wir haben ja auch einen separaten Podcast dazu gemacht, wo wir jede einzelne Folge auseinandergenommen haben. Das könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Vielleicht verlinke ich es, wenn ich dran denke. Oder gebt einfach John McLeod Black Mirror ein, dann solltet ihr es finden. Es ist, also man kann so viel darüber nachdenken oder reden. Oder Black Mirror ist wirklich meine absolute Lieblingsserie momentan. Und ich hoffe, dass da bald eine neue Staffel kommt. Die letzte hat ein bisschen gehängt, muss ich zugeben. Aber war immer noch sehr, sehr gut. Ich mache jetzt gleich hier mit weiter, weil Creeped Out ist so ein bisschen das, wie soll ich sagen, das Black Mirror für Kinder. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist so ein bisschen mehr auf so ab 6. Ich glaube, die Serie an sich ist ab 6. Ich würde sie eher ab 12 einstufen, wegen den thematisch und so. Und da geht's eben so ein bisschen mehr um die Jugendprobleme. Zum Beispiel, ja, wie wird man jetzt bei Instagram ein Influencer oder was weiß ich? Aber was sind die Folgen, die Konsequenzen? Also es bespricht mehr so die jugendlichen Themen, aber auch mit diesem Black Mirror Brainfuck. Gibt es auf Netflix zu sehen, mittlerweile 2 Staffeln. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Hab's mit meiner Tochter geguckt, die ist so fasziniert von der Serie. Bei Black Mirror muss ich halt noch ein paar Jahre warten. Aber Creeped Out ist so ein richtig geiler Übergang. Das mache ich auf jeden Fall auf A. So, jetzt kommen wir zu American Horror Story. Ja, nicht von dem Cover ablenken lassen. also wir reden natürlich, egal welches Cover hier ist, natürlich über die gesamte Serie, nicht nur um eine Staffel. Und ja, gerade bei American Horror Story ist das nötig, denn es gibt zum Teil manchmal so richtig geile Staffeln. Zum Beispiel gerade die Staffel 1, 2, ich glaube dann das mit den Hexen, das fand ich richtig super. Aber dann gibt es auch so richtig miese, abgefuckte Staffeln, die mich null interessieren thematisch. Da ist wirklich alles möglich. Also gerade, ich habe jetzt gerade letztens in die 7. reingeschaut, wo eher so politisch mit Donald Trump und alles, wie mich das ankotzt, ganz ehrlich. Oder auch davor war mal das mit Lady Gaga, die Folge im Hotel. Das war viel zu, das war too much. Da blickt doch kein Mensch mehr durch. Ja, ich weiß, American Horror Story ist so ein bisschen die Kunstversion. Da will jede Staffel für sich ganz neu interpretiert werden, aber genau das ist dann halt auch das Problem des Zuschauers, zumindest geht es mir so. Ich kann manche Staffeln wirklich abfeiern und die anderen, die würde ich am liebsten überspringen. Weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich bin nochmal auf eure Meinung gespannt. Deswegen, ich gebe dem Ding jetzt nur ein B, weil es ist halt wirklich so ein Mischmasch, ne? Schwierig. So, dann sind wir bei Medium. Wie gesagt, das war ja das Kabel-1-Programm damals, freitagabends nach Ghost Whisperer. Endlich kam Medium, weil im Gegensatz zu Ghost Whisperer war Medium jede einzelne Folge immer was komplett anderes. Und da wurde man auch oft öfters mal überrascht. Also allein die Stories, die da teilweise zutage kamen, die waren richtig gut und unterhaltsam. Da ging es halt jetzt nicht nur um eine, die ein bisschen mehr sieht, sondern es war auch ein bisschen Mindfuck mit drin und das für die damalige Zeit hat man selten gesehen. Ich setze die ohne Scheiß auf ein A, weil ich würde die Serie mal wieder gerne gucken, ist schon länger her und da war jede Folge sehr, sehr unterhaltsam. Gerade gegen Ende wurde es auch sehr persönlich für die Protagonistin beziehungsweise eben ja für die Protagonisten und deswegen sehr zu empfehlen. Ah, guck mal an, da haben wir Buffy und Angel. Damit hat's bei mir angefangen. Damals, frühes Jugendalter. Davor hatte ich überhaupt keine Serien so geguckt an sich. Buffy, mittlerweile muss man halt wirklich Abstriche ziehen. Gerade die letzteren Staffeln, die waren dann halt echt nicht mehr so unterhaltsam. Es gab ein paar geile Ausnahmen auf jeden Fall. Und aber gerade die letzten Staffeln haben halt wieder super stark nachgelassen. Deswegen kann ich da... Nee, ich gebe da... Ja. Eigentlich, wisst ihr, das ist alles, habe ich das geguckt. Und allein die Tatsache, dass ich es geguckt habe, sagt eigentlich aus, dass es nicht so schlecht ist. Weil wenn es so richtig mies ist, dann hätte ich es abgebrochen. Deswegen, ein D ist immer noch, ich sag mal, ein Durchschnitt. Ja, also in der Tierlist muss man das wirklich so sehen. Weil ich kann ja, über abgebrochene Serien will ich jetzt nicht reden. Ich setze das jetzt ohne Mist halt wirklich auf ein D, es tut mir leid. Aber Angel, so ein bisschen das, was danach, das Spin-Off, was dann danach kam, das hat mich mehr unterhalten. Das gibt ein C, weil die Folgen,
waren zumindest zum Teil ein bisschen ernsthafter. Ich weiß, dass das in späteren Staffeln dann auch nachgelassen hat, leider. Aber es hat mir mehr gefallen, auf jeden Fall. Am meisten habe ich mich übrigens gefreut, wenn es so ein Crossover zwischen den beiden Serien gab. Haben die auch immer richtig gut getimed. Habe ich auf jeden Fall sehr schön gefunden. So, dann kommen wir zu Fringe. Wer von euch kennt Fringe? Ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Lief damals auf ProSieben und kam dann noch ein paar Staffeln dazu. Und ja, man könnte sagen, so ein bisschen Akte X-mäßig, nur tausendmal geiler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ging um Paralleldimensionen, zwischen denen man auch wechseln konnte. Und das wurde so komplex dann auch noch. Ganz, ganz starker Cast auf jeden Fall, die man auch aus anderen Serien kennt. Deswegen, ich gebe dem auf jeden Fall ein A. Also Fringe war jede Folge ultra spannend und ich kann es euch nur empfehlen. Haunting of Hill House, das ist eine relativ aktuelle Netflix-Serie. Ich bin mal gespannt, ob da noch eine zweite Staffel kommt. Oder gibt es die schon? Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja. Am Anfang habe ich mir mit der Serie ziemlich schwer getan. Aber wenn man erstmal mit den Charakteren warm wird, dann ist man eigentlich ganz gut dabei, finde ich. War auf jeden Fall sehr interessant und da kamen stellenweise da auch Schockmomente, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Also die Serie hat mich oft erwischt. Ich gebe dem trotzdem nur ein B, weil ich muss halt, wenn ich so auf A gucke, das hat mich mehr unterhalten, muss ich halt ehrlich zugeben. So. Ghost Wars habe ich auch erst letztes oder Anfang des Jahres geguckt. War eigentlich auch eine sehr spannende Geisterserie. Geht halt um einen Typ, der ein bisschen mehr sieht und anscheinend auch eine höhere Bestimmung hat. Ich glaube, da gibt es jetzt auch schon zwei Staffeln davon, die ich, glaube ich, beide gesehen habe. Ja, doch, ja. Mhm. Und super tolle Netflix-Serie auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, das gibt auch ein B. Another Life. Da, eins der wenigen Science-Fiction-Serien, die ich geguckt habe. Also, wie gesagt, ich bin ja nicht so der Fan von Star Trek oder sonst wie was, aber wenn es so ein bisschen die Horrorschiene geht, dann kann man mich da schon begeistern. Another Life hat genau das gemacht. Ich weiß, dass das von vielen diese Serie ein bisschen belächelt wird und nicht ernst genommen wird. Ich persönlich hatte einen Mordspaß mit der Serie, muss ganz ehrlich sagen. Ich fand die super spannend, ich fand die zum Teil natürlich auch ein bisschen witzig, beziehungsweise seltsam, aber ich war hellauf begeistert. Es gibt ein A, auf jeden Fall. Lost in Space, da kennen manche vielleicht den Film, den hatten wir auch mal in der Johnny-Filmnacht geguckt, gemeinsam, und davon gibt es eine ganz gute Serie. Also die haben das halt ein bisschen neu interpretiert, neu erzählt, aber hey, top, ganz ehrlich, gibt auch ein A, auf jeden Fall. Ich freue mich schon, wenn es weitergeht, die erste Staffel hat alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Das Einzige, was mich gestört hat, war der Bösewicht. Da fand ich natürlich den im Film viel besser inszeniert. Und ich hoffe, die lassen sich da was einfallen, weil ich kann diesen Bösewicht in der Serie nicht wirklich wahrnehmen. Und deswegen reicht es auch gerade mal so noch für ein A. Missing, das war, glaube ich, auch so eine Kabel-1-Serie, die ich damals mit meiner Mutter geguckt habe. Da ging es eben um so ein, ja, Krimi, beziehungsweise, ja, glaube, Polizistenduo. Aber die eine hat da so ein bisschen hellseherische Fähigkeiten gehabt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich mach's mal auf C. Ich denke, C ist in Ordnung. War eigentlich immer unterhaltsam, aber war nie so was Besonderes. So, dann haben wir... Shit, wie heißt die Serie überhaupt? Moment, wie hieß denn die Serie? Shit, der Name ist gerade weg. Es steht halt auch gerade nicht da. Okay, ich werde es wahrscheinlich einblenden. Wie peinlich, aber gut, ist halt so. Ich werde es einblenden, wie die Serie heißt. Auf jeden Fall geht es um einen Kerl, der in zwei Paralleldimensionen quasi leben. In der einen hat er seine Frau verloren, in der anderen hat er seinen Sohn verloren. Also er wacht morgens auf und lebt das Leben seiner Frau mit dem toten Sohn. Er ist übrigens Polizist und macht halt so Krimifälle. Am nächsten Tag ist er aber in der anderen Welt, wo sein Sohn lebt, aber die Frau ist tot. Das ist eine super geile Story. Leider gibt es nur eine einzige Staffel davon, die wurde dann abgesetzt. Aber ich habe diese Serie so gefeiert und vor allem diese Kriminalfälle, die er dann halt mit Hilfe seines
seines täglichen Wechsels dann eben besser lösen kann, weil nicht nur Frau und Sohn sind da eben tot, sondern die ganze Welt ist halt ein bisschen anders dann jedes Mal. Und das war so eine geile Story. Ich finde das so schade, dass das jetzt nicht mehr, echt schade. Mann, ich will eine zweite Staffel davon, ich will mehr Staffeln davon. Ja, Certain Reasons Why, beziehungsweise tote Mädchen lügen nicht, ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Ich habe da aber ehrlich gesagt nur die erste Staffel richtig abgefeiert, die war super gut mit diesen Audiokassetten und der Story mit dem Mädel halt. Ab Staffel 2 hat es nicht mehr funktioniert, finde ich zumindest. Klar, sie haben sich ein neues Thema gesucht, es war auch noch relativ okay, aber ich wie gesagt, ich gucke jetzt Staffel 3. Und ich würde am liebsten gar nicht mehr gucken, weil es reizt mich null. Also die erste Staffel war top, deswegen, das Ding kriegt halt nur ein C deswegen. So, da kommen wir zu der besseren Vampir-Serie, True Blood. Das, Leute, das ist die Vampir-Serie für uns Kerle. Also da, ne, das ist genau das Gegenteil eben von Vampire Diaries oder Twilight. Leute, guckt True Blood und ihr werdet Vampir-Serien oder Vampir-Themen wieder lieben. Das ist nur meine Meinung. Ja, ich setze das mal. Ah, guck mal, ich kann jetzt eine zweite Spalte machen. Aber ist es wirklich ein A? Nee, ich mach's auf B. Ich mach's auf B. Aber es ist wirklich sehenswert. Schade, dass das nach 5 oder 6 Staffeln nicht weiterging. Riverdale. Ja, Riverdale ist auch so eine Geschichte. Viele sagen, das hört so nach der zweiten Staffel, lässt es stark nach. Ja, ein bisschen schon, aber im Grunde trifft es voll meinen Geschmack. Also es die Teenies in dieser, ja, fast schon comichaften, es entspringt ja auch einer Comicvorlage, Mystery-Stadt, wo immer so ein bisschen seltsames Zeug passiert, was schon ein bisschen fernab der Realität ist, muss man schon zugeben. Aber es ist immer, ich liebe diese Protagonisten, ich mag die Stadt, ich mag das Setting vor allem. Ich gucke das unglaublich gerne, das muss ich ein A geben. Krass, wir haben sehr viele A-Serien hier. Aber wie gesagt, das ist ja auch logisch, weil, ne, wir behandeln ja wirklich nur Serien, die ich auch aktiv geguckt habe oder gucke. Ja, dazu zählt auch Desperate Housewives. Manche mögen das jetzt vielleicht überraschend finden, andere wiederum nicht, aber hey, jetzt mal ohne Mist. Ihr könnt das sagen, was ihr wollt, Desperate Housewives, das ist eine verdammt spannende Serie. Ich meine, da sterben die Leute ja wie Fliegen weg. Da gibt's immer wieder so ein Psycho. In jeder Staffel gibt's einen geilen Psycho. Gut, Eva Longoria ist eine heiße Schnitte. Vielleicht habe ich es auch nur deswegen geguckt. Nee, nicht nur deswegen. Ganz ehrlich, ich mag einfach die vier Mädels, die so unterschiedlich sind mit ihren Familien und ihre. Das ist eine gute Serie. Ihr müsst dem Ding nur mal eine Chance geben. Ich habe das abgefeiert. Und wie gesagt, allein diese Psychos, die in jeder Staffel dabei sind, die haben das halt auch nochmal so spannend aufgewertet. Kann man gar nicht anders sagen. Hätte fast ein S verdient. Nein, es wird auch ein A. The End of the Fucking World. Da ist jetzt gerade die zweite Staffel rausgekommen. Die habe ich auch am Stück geguckt. Ach ja, was soll ich sagen? Es ist overhyped auf jeden Fall. Also, ich find das Duo ganz cool. Es ist halt ein bisschen strange alles. Die ganze deren Beziehung und die Situation. Aber ich komme mit dem Hype nicht so wirklich mit. Das gibt bei mir nur ein 10, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann haben wir hier was ganz Altes, nämlich Outer Limits. Das war für mich immer das bessere Akte X. Das war die Black Mirror Light Version von den 90ern. Könnte man auch so sagen. Jede Folge war auch da eigenständig und abschließend. Manchmal war es mehr Horror, manchmal war es mehr Sci-Fi. Ich muss leider sagen, dass es öfters Sci-Fi war und das fand ich dann wieder ein bisschen langweiliger, aber es gab manchmal auch so richtig geile Folgen. Deswegen ein B. Also es war mal so richtig top, manchmal war es eher meh. Aber Outer Limits ist auf jeden Fall eine coole Mystery-Serie. The Walking Dead, yo, was soll ich sagen? The Walking Dead, die ersten paar Staffeln waren super. Dann hat es stark nachgelassen. Ich finde jetzt gerade die aktuelle, ist es schon Staffel 10 oder 8? Ich weiß, auf jeden Fall die aktuelle, die ich auf Sky geguckt habe. Die macht wieder einiges besser, muss ich sagen. Ist halt auch so eine Sache. Walking Dead hat mich jahrelang war ich gehypt, dann war ich jahrelang enttäuscht und jetzt bin ich wieder in so einem Durchschnitt. Also ist das eigentlich auch wieder ein B, ne? Jo,
Ich hoffe, sie halten jetzt das, wie sie momentan sind. Das ist gar nicht mal so schlecht. Der Dunkle Kristall, Netflix-Serie. Ich habe den Film aus den 80ern, aus den frühen 80ern, als Kind geliebt. Und ich finde es faszinierend, wie sie jetzt die Serie so authentisch wieder auferleben lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Puppen und so. Man fühlt sich sofort wieder wie in den 80ern. Schöner Retro-Faktor auf jeden Fall. Trotzdem muss ich leider sagen, komme ich storytechnisch nicht so klar mit dem ganzen Spaß. Also, ich weiß nicht. Obwohl alles so geil authentisch ist und wie früher und so. Aber als, ich weiß nicht, vielleicht als Serienformat vielleicht nicht wirklich das Richtige. Ich bin immer noch bei Folge 5 oder so. Ich habe immer noch nicht fertig geguckt, weil irgendwie fehlt mir was. Deswegen gibt es leider nur ein C. Kein D, weil C allein eben wegen dem Retro-Faktor. Und dann haben wir noch Charmed. Da kann ich aber nur über die ersten Staffeln mit dem alten Cast reden. Ich weiß, da gibt es eine neue Serienauflage mit komplett anderen Schwestern. Habe ich aber nie geguckt. Und deswegen, ich beziehe mich jetzt wirklich nur auf die alte Crew, beziehungsweise eine von den Hexen ist ja dann gestorben, dann kam ein Ersatz, das habe ich auch noch geguckt und das war alles ganz gut. Aber ganz ehrlich, die letzteren Staffeln von denen, die sind so kitschig geworden zum Teil und so dämlich. Da denkt man sich, was ist das jetzt für ein Kindergartenhexerei? Und deswegen kann ich da eigentlich, oh Gott, C oder D? Nee, wirklich nur wegen den ersten Staffeln, die waren zum Teil echt gut, mache ich ein C. Ja, und da habe ich sie nun, meine Güte, halbe Stunde haben wir gebraucht, aber es war ja auch ein großes Thema diesmal. Natürlich, wie gesagt, es gibt noch viel mehr Serien, die ich kenne, aber die habe ich wahrscheinlich nur vergessen, jetzt hier einzubinden. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal. Ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Vielleicht, wie gesagt, aus der Tierlist heraus konnte ich vielleicht euch vielleicht auch ein paar Empfehlungen mitgeben. Und vielleicht habt ihr ja Spaß mit der einen oder anderen Serie. Ich würde mich auf jeden Fall auf euer Feedback freuen, beziehungsweise auf eure Tierlist-Screenshots, wie auch immer. Haut's raus und wie gesagt, nächste Woche oder spätestens in 2 Wochen, ich werde immer so entweder im Wochen- oder 2-Wochen-Rhythmus eine neue Folge bringen, gibt's dann wieder eine Tierlist mit einem ganz anderes Thema. Gut, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke für euer Interesse, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer John McCloud.